Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zum letzten Part von diesem LP. Ich sage jetzt einfach den Titel gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte ja Elm Street gesagt, glaube ich auch. Aber was heißt natürlich da sonst Mad Street, wenn überhaupt. Und ich war ein bisschen dumm bezüglich dessen, wo man es einsetzen muss, denn das ist hier in der Polizeistation. Hier kann man diese Edelsteine einsetzen, deswegen kommt man das hier auch nicht mit wegsprengen. Ne, hier können wir diese Edelsteine... Ich dachte schon kurz, sie macht nichts. Speicherkristalle bzw. Energiekristalle. So ist das also. Lara erschafft sich ihre Speicherkristalle selber, indem sie dann immer sowas macht. Wäre ja eigentlich auch eine geile Idee irgendwie, ne? Aber dass sie kurz immer so wartet, bis sie es dann auch für dich macht, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, hier sieht man es deutlich, dass uns einer noch fehlt. Es ist echt unglaublich schade, aber einer fehlt uns. Aber ich glaube, es passiert auch wirklich nicht viel. Dann kommt höchstens auch irgendwie so... Und dann direkt auch Level natürlich, wollte ich sagen, aus. Aber sieht es nicht wunderschön aus? Dancing Kristalle, oh yeah. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wo der letzte Kristall sein soll. Ich bin hier nochmal rumgerannt, habe mir alles angeguckt, aber es ist wie verhext. Also wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, wo ich nochmal hingehen könnte und nachgucken könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wäre wirklich dann super duper, natürlich, wenn wir es dann so beenden könnten. Ich könnte auch natürlich noch alle Bäume auch sonst wegsprengen. Vielleicht ist unter einem Baum noch etwas. Das können wir aus Spaß mal eben machen. Aber hier die Autos sind ja auch unzerstörbar und sowas, ne? Also... Und da habe ich jetzt die guten Jungs doch noch gekillt. Das tut mir wirklich von Herzen leid. Sogar der Typ ist hier von seinem Stuhl geflogen. Das ist ja wirklich... Und der ist vor Scham mit dem Kopf in der Wand versunken. Es tut mir wirklich leid. Ich habe da jetzt ein schlechtes Gewissen. Aber wie gesagt, was soll's? Ist ja nur ein Spiel. Ist ja ganz egal. Kann ich nicht auch die Laternen hier irgendwie killen? Ich glaube nicht. Die Laternen sind, glaube ich, unzerstörbar. Aber es ist ja halt wirklich schade, dass wir halt den letzten Edelstein nicht finden konnten. Aber was nicht ist, das ist halt nicht, ne? Ist ja halb so wild. Wir haben es ja eigentlich... Wir haben immerhin 4 von 5 Kristallen gefunden. Gibt's hier eigentlich Secrets? Nein, es werden nur die standardmäßigen 70 Secrets von Tomb Raider 4 angezeigt. Das ist dann dementsprechend nicht richtig. Ja, wir haben die Edelsteine soweit eingesetzt und, ja, ich meine, das Komische ist ja, dass wir die in der Polizeistation einsetzen müssen. Und die ja ansonsten hier überall verteilt sind. Sind das dann nicht irgendwie Diebesgegenstände? Das heißt, wenn wir die an sich nehmen würden, ja, und dann zurückbringen schließlich zur Polizeistation, ist das dann nicht eigentlich eine gute Tat? Warum greifen die uns dann dementsprechend an? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Aber egal. Ich verabschiede mich auf jeden Fall hier schon mal von euch. Wir gehen gleich noch in den coolen Drachenclub und machen dafür auch wieder die Musik an. Auch wenn dann immer noch diese Polizeidurchsagen kommen. Unlogischerweise. Aber naja. Ich hoffe, das ist dann gleich im Club weg. Und wie gesagt, falls ich es drin lassen kann, dann bleibt es drin. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist jetzt hier schon ein Cut für euch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann in einem anderen LP wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Vampi und ciao. Backup requested. Immediately. Over.